ein Feuerzeug mitgenommen, was nicht funktioniert. Sorry, ich habe nichts dabei. Du hast keins, ne? Ich brauche Gott sei Dank. Ja, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf. Hast du ein E-Bike? Hast du ein E-Bike? Ich fahre E-Bike, ja. Tyson, nein! Bei mir kriegst du auch nichts, Platz. Das weißt du. Oh. Ja, das arme Dobertier verhungert immer. Ich würde auch bei ihm betteln und nicht bei mir. Ja. Das hört sich doch viel besser an. Ja, ich fahre selbst E-Bike und wirklich auch mit Leidenschaft. Ich habe mir das durch ihn angefangen, weil ich mit dem normalen Bio-Bike hier die Berge gar nicht so hochkomme, so schnell wie mein Hund läuft. Okay. Hab mir das hast du ein Mountainbike als E-Bike? Oder? Ja, so ein richtiges Fully. Allem Schnickschnack. Fahre nicht nur mit dem Hund, sondern mittlerweile auch mit dem Kuchen. Das macht schon sehr viel Spaß. Wie weit kommst du? Was hat das für einen Radius bis zu dir? Also 80 Kilometer, wenn ich so um die 1100, 1400 Höhenmeter in etwa fahre, komme ich gute 80 Kilometer und kann noch was oben drauf setzen. Kommt ja auch immer darauf an, wie viel Leistung beansprucht man. Ne? Je mehr Eigenleistung man bringt, umso weiter kommt man ja. So, und wenn man sich da so ein bisschen ein Energiemanagement einrichtet, man kann das auch über Apps alles schauen. Ja, ist so. Ich muss gerade mal an meine Tour nach Köln denken. Ja, das war, da hast du Scheiße gebaut, ne? Ist dir der Saft ausgegangen oder was? Ich habe durchgezogen. Ich habe einen Akku gehabt und dann noch einer der ersten E-Bikes, wo wir dann 50 Kilometer, ich glaube nach 58 Kilometer war der Akku leer. Und nach 235 Kilometer habe ich mich dann holen lassen. Ich habe den Knaller durchgezogen, aber beinahe am Zittern gewesen. Okay. Hauptsächlich nur Gelände. Du hast nicht zufällig ein Feuerzeug in deinem Rucksack? Vielleicht irgendwo, aber das würde, glaube ich, sehr lange dauern, das zu suchen. Na gut. Ja, ihr kennt das ja auch beim Packen. Man hat halt die Sachen oben, die man ständig braucht. Ja. Ne? Klar. Ein Feuerzeug brauche ich halt nicht ständig. Das ist irgendwo, ich habe ziemlich sicher, habe ich eins, aber müsste alles auspacken. Mir ist scheinbar es gar. Welcher Rucksack ist das? Das ist ein HMG, Hyperlite Mountain Gear. So eine kleine amerikanische Firma. Und der heißt, ich glaube, der heißt Windrider. Okay. Hat 70 Liter. Und wiegt knapp ein Kilo, etwas weniger. Und ist eigentlich okay. Da vom Gewicht her, ich habe da schon auch wesentlich mehr drin getragen, aber dann wird es halt unbequem. Ne? Ja. Aber so 17, 18 Kilo kannst du eigentlich schon noch ganz gut da drin tragen. Ist ganz okay. Sind eigentlich zu teuer, diese Rucksäcke. Die sind ja aus diesem Cuban Fiber, beziehungsweise das hat ja jetzt einen anderen Namen. Ja, Dyneema irgendwas. Dyneema. Ja. Und die sollen ja auch, das Material an sich ist wasserdicht. Aber diese Rucksäcke sind natürlich auch nicht wasserdicht, da sind ja Nähte und so. Also ja. War das durch, ne? Aber die saugen, das Material saugt auch kein Wasser, ne? Ja. Also das ist schon ganz gut. So. Ja, mir ist das schon aufgefallen, weil das so knittrig aussieht und das hat man eigentlich bei diesen Dyneema. Ja. Am Anfang sind die auch weiß, ne? Da kann man nicht mehr von sprechen bei mir. Aber das macht's aus, finde ich. Wenn das so. Ich kann ja meine Wanderschuhe, die eigentlich gar nicht abgeben, weil die haben schon so einen gewissen Look so. Den Rucksack auf der Alpenüberquerung, der war schon kaputt, als ich losgegangen bin. Der sah echt scheiße aus. Hat trotzdem 4 Monate überstanden. Und der sieht auch nicht gut aus. Der hat auch hier gehen ja die Nähte auf und so, ne? Ja. Mal gucken, wie weiter kommt. Erstaunlich, sogar junge Menschen. Haben sich verlaufen? Wohl nicht. Tyson, nein! Trottel. Immer auf der Suche nach Futter. Ich? Ja, ihr seid euch so ähnlich, das ist unglaublich. Nur, dass du nicht ganz so dreist und aufdringlich bist wie der Hund.
Trefft ihr euch öfter oder? Ja. Also früher war es, fing es mit einer Hunderunde an, da hatten wir uns, glaube ich, auch drüber kennengelernt. Genau. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe da die Gruppe und dann, dass ich dann auch öfters wandern gehe und dann hatten wir auch irgendwann Touren zusammen gemacht. Zweiradmäßig waren wir noch gar nicht unterwegs. War bei mir nicht so, ich war lieber zu Fuß unterwegs, eher die Landschaft genießen. Fahrrad ist eher bei mir so der Punkt, dass ich das gerne nur Hallo. Als Hallo. Zur hat Strecke zurückzulegen. Hat jemand ein Feuerzeug dabei? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Scheiße, nein, komm her. Hat jemand ein Bier dabei? Nur Sekt. Nur Sekt. Wir hören den euch jetzt schnell. Aber echt, oder was? Ja. Ach, da ist er. Ja. Nicht schlecht. Ja, an dem Sonntag muss man ja genießen, oder? Genau. Dann auch viel Spaß. Hättest du gesagt, habt ihr Sekt jetzt einen Schluck gekriegt? Ehrlich, aber. Ja, wir laufen jetzt schon seit 3 Jahren regelmäßig. Jo. Ja. Große Touren, kleine Touren. Ich glaube, das längste waren 23 Kilometer. Das auch Lörmecke-Turm. Ja. Waren das 23? Wie viele haben wir denn heute schon? Lässt du mitlaufen? Kannst du das sagen dann hinterher? Oder so? Ja, kann ich dir nachher sagen. Ist noch nicht viel. Wir haben ja so viel, sind ja so viel stehen geblieben und haben gequatscht. 6 Kilometer? Ja, ist ja nix. Mehr nicht? Nee, vor lauter Quatschen. Ah, ja, es geht ja auch um Austausch und ist ja auch schön. Ja. Strecke kriegen wir noch. Ist ja auch mal schön, das Wetter zu genießen. Ich bin auch mal froh, dass ich jetzt draußen bin. Und ja, nachts wird es wieder kalt. Mhm. Auf alle Fälle, das kann ich dir sagen. Ja, hätte ich jetzt auch frei und hätte nicht frei wegen meinem Arm, dann hätte ich sehr wahrscheinlich jetzt auch einen Rucksack und wäre vielleicht noch eine ganze Ecke mitgekommen. Ja. Ja, ich muss morgen früh laden. Ich hoffe ja, wir erfahren heute noch irgendwas, heute Abend von der Regierung, ob wir mit Termin morgen öffnen dürfen Teisen. Im Einzelhandel. Okay, kann das noch sein, ja? Vielleicht. Es wurde ja diskutiert schon seit 3 Tagen. Echt? Ja. Hm. Der Bouffier war jetzt am 26. genau. Hat er Pläne vorgestellt, die eigentlich bis Sonntagabend ausgearbeitet werden sollten. Das unter guten Hygieneauflagen. Der Einzelhandel per Click and Meet öffnen darf. Dürfen ja morgen. Genau. Ja, ich würde auch gerne öffnen. Ich würde gerne ein paar Fahrräder verkaufen. Das wäre dann dein Eröffnungstermin oder wie war das? Ja? Das ist morgen der erste offizielle Arbeitstag, genau. Gut, Extremsituationen mache ich nicht mehr. Dafür habe ich genug am Körper kaputt. Aber. Aber viele Leute haben ja schon ein E-Bike, aber ich glaube auch, dass der Markt da noch lange nicht gesättigt ist. Zum einen ist er nicht gesättigt und es wird ein Verkehrsmittel. Ja, meinst du? Ja. Also zurzeit habe ich eher noch das Gefühl, dass es für die Leute ein Sportgerät oder Ausflugsgerät ist. Aber dass wirklich Leute ihr Auto ersetzen mit dem E-Bike, glaube ich, das ist eher selten noch, oder? Ich kenne schon einige, die das im Sommer ersetzen, ja, wirklich. Oh. Wir hatten ja vor einem halben Jahr eine Umfrage gehabt in der Gruppe wegen E-Bike und Biobike und aktuell ist es ja eher so, dass der Trend ein bisschen Richtung Biobike geht, weil die Leute zum auch Zeit haben. Zweitbike auch. Dass sie da Möglichkeiten haben. Was wirklich jetzt ein steigender Trend ist, sind die E-Bikes mit Packfläche zum Einkaufen, wo man auch mal eine Kiste Wasser draufstellen kann. Ja. Das ist zumindest für die Städte ein großes Thema. Vielleicht für Marburg wäre, glaube ich, ein sehr großer Markt für die Studenten. Also wir haben aktuell auch muss mehr aber dann günstig sein, Trekkingräder und Crossräder als Fullis und den Kram. Ja, Fullis ist ja, mittlerweile ist es ja auch bekannt, dass Fullis ja auch viel Kraft aufnehmen von dem, die du einbringst. Nee, die Trekking- und Crossräder, ne, also die mit Gepäckträger und Schutzblech, ne? Die sind einfach wahnsinnig gefragt. Ja. Auch für schwere Menschen. Wir haben tatsächlich jetzt uns
viele Räder bestellt mit einer Zulast von 180 Kilo. Also es darf tatsächlich auch ein adipöser Reha-Patient so ein Rad fahren. Viele sind nur bis 120 Kilo, ne? Ja, klar. So, und dann, wenn dann halt ein Rahmenbruch ist, dann erklär das mal. Ja. Ja, für gerade für solche Leute, glaube ich, ist das